Uns schnappen, Dieb. Sie dürfen London nicht im Stich lassen. Das würden Sie doch nie machen. Nicht wahr, mein Hasibärchen? Nein, nie im Leben. Danke, Schatzi Mausi. Es ist ein harter Job, aber irgendwer muss ihn ja machen. Und mit hart meine ich stahlhart. So wie mein, gut, dann lege ich das Thema Geschenk in Ihre fähigen Hände. Dann lege ich... Der hat das aber eilig, was? Ja, und wir müssen uns jetzt auch beeilen. Uns muss etwas für mein Hasibärchi-Frau, Hasibärchis Frau, einfallen. Und das du meinst heute. Die Frau deiner Affäre? Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob wir diese Katastrophe noch abwenden können, Schnucki. Wir müssen uns einfach so wunderbares Geschenk ausdenken, dass sie komplett vergisst, dass er sie komplett vergessen hat. Oh. Wenn wir das hinbekommen, schafft er den Rest sicher selbst. Das Problem wird sein, an einem Feiertag ein derart beeindruckendes Geschenk aufzutragen. Ohne es zu klauen. Ohne es selbst zu machen. Oder so. Ja, spielen wir jetzt hier eigentlich Overwatch oder Lady Layton? Im Chat geht die ganze Zeit Overwatch-Zeug. Ja. Halt die Fresse und spiel endlich das Spiel weiter, Mann! Definitiv. Wie bekommen wir das hin? Der Inspektor meinte, er hätte seit heute Morgen schon die ganze Stadt durchforstet. Tja, durch nichts tun kommen wir sicher nicht auf die Lösung. Gehen wir mal die Cancer Lane runter. Mal sehen, was wir so finden. Die Cancer Lane. Cancer. Oh! Sie sind wohl die Detektive, nehme ich an. Ich finde die süß. Noch. Ah, dein Stylus. Ja. Oh ja, ganz recht. Was kann ich für Sie tun? Wir haben uns schon einmal unterhalten. Catriel, nicht wahr? Und das ist sicher Ernest. Und du bist Shirley, oder? wer sind Sie denn? Oh, tut mir leid. Mein Name ist Felicity. Felicity Hastings. Felicity Hastings? Sie meinen, Sie sind die Frau von meinem Honigkuchenpferdchen? Ja, ganz recht. Entschuldigung, du bist das, ja. Ja. Wenn du möchtest, kannst nein, du mir nein, auch sprechen. Nein, nein, nein. Obwohl, so wie sie aussieht, könnte sie auch eine männliche Stimme. Vielleicht ist sie ja umoperiert worden. Nein, die sieht voll niedlich aus. Ja, die ist ja auch. Also ich finde, so gewisse männliche Züge könnte Nein. man der Fantasie voll andichten. Nein. Die hat so ein spitzes Kinn. Ja, ein spitzes Kinn ist vor allen Dingen für Frauen. Der hier hat ein rundes. Ja, deswegen ist er auch Mann. Ach so, ja, stimmt. Das unterstreicht einen Punkt. Dankeschön. Ja, ganz recht. Er erzählt mir immer, wie fleißig sie ihm zur Hand gehen. Hoho! So wie Emmy damals? Ja, so wie Emmy damals. Oh, also ja, wir haben ihm jetzt schon bei ein paar Fällen geholfen und nicht nur das. Eigentlich tun wir das ja gerade auch, nicht wahr? Also, tut mir leid, ich meine, mein Honigkuchenpferdchen hat mir immer nur Gutes über sie erzählt. Das kann ich Ihnen versichern. Er hält sich für eine überaus talentierte Detektivin und Affäre. Oh, also ich weiß nicht, ob ich mich als Londons Beste bezeichnen würde, aber... Londons beste Affäre. Ja. Die Beste! Keine Ahnung, ob das überhaupt wer tun würde. Sie hat es auf jeden Fall nicht getan. Sie scheinen mir ein ganz besonderer Mensch zu sein. Und Sie haben ein Händchen für komplizierte Fälle. Und ein Händchen für was anderes, ja. Für ein Händchen für etwas von ihrem Mann. Ein ganz besonderer Mensch? Meine Mutter hat gesagt, ich bin besonders. Ich weiß, was besonders als Kanji heißt, auch wenn das überhaupt nichts zum... Oh, die Notizfunktion wäre jetzt echt toll. Naja, wie auch immer. Sie meint, dass du komplett Gaga bist. Ja, das auch. Ich bin halt eine Lady. Ja.
ja, was das Rätsel angeht, sind Sie angeblich ein Genie. Ich kenne da sogar ein recht gutes. Wollen Sie es sich mal ansehen? Nein! Doch! So. Rätsel Nummer 009, 109, Kerzen. Kerzenkopfnuss? Ja. Puff. Ah, meine Haare brennen! Okay, machen. Ja. Okay. Aber du musst noch. Hast du umgestellt? Ich habe umgestellt, okay. Ja. Ein Kindergartenkind feiert Geburtstag. Sein Vater hat eine Packung mit Zahlenkerzen geöffnet, um eine davon auf den Kuchen zu stecken, aber sie sind ihm heruntergefallen und jetzt kaputt. Wenn du drei Bruchstücke kombinierst, erhältst du die richtige Zahl. Ziehe die Kerzenteile in das Feld rechts, um die Zahl zu bilden. Och nö. Okay. Das war jetzt mehr oder weniger gleich, nein. Oder? Nein! Nicht gut, Catriel. Aber wieso nicht? Weil ich nicht die richtige Zahl, weil Kinder ja, weil. Könnt. Moment. Echt? Nochmal. Ich brauche den Text nochmal. Ein Kindergartenkind feiert Geburtstag. Oh, die kann doch mit 8 auch noch im Kindergarten sein. Das ist auch Kindergarten. Also wirklich. Jetzt bin ich aber gerade... Was soll's denn dann? Das nicht. Hey! Was? Och Mann! Jetzt weiß ich, wie man das löst. Zählt das noch unter? Schnell genug. Ich hab hier. Nein, egal, ich red mich nicht raus. Kira ist Richter jetzt ja. In dem Fall. Wow, circa 2 Stunden. Naja, jetzt Nummer 1 für heute. Ja. Alles Gute. Die Kerzenstücke werden zu einer 3 kombiniert. Jetzt wird es. Doch noch ein Happy Birthday. Passend, das Rätsel. Ja, stimmt. Kerzen. Kerzenkopfnuss zum Rätselindex hinzugefügt. Aber jetzt kommt doch noch eins. Sicher? Nö. Gut, jetzt ist mir klar, warum man... Angucken. Na, dann stelle ich mal die Grafik noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das hilft, aber wenn ich die Grafik noch mal runterstelle, so... Was war denn? Mir kam es vor, als wäre es ein kleines bisschen langsamer gelaufen. Okay. Gut, jetzt ist mir klar, warum mein Süßer so oft ihre Dienste in Anspruch nimmt. Wenn man doch nur alles Probleme so einfach lösen könnte. So wie Emmy damals. Es schreit geradezu danach. Hm. Oh weh, liegt Ihnen denn etwas auf dem Herzen, Mrs. Hastings? Das ist tatsächlich der Fall. Ja, ich bin links. Wie geht's? Händer. Mir geht es heute gar nicht gut. Oh. London kann ein sehr düsterer Ort sein, wenn man sich nicht gut fühlt. Tut mir leid, dass Sie traurig sind, Felicity. Ich hoffe, das ändert sich bald wieder. Das ist lieb von Ihnen, Catriel. Ob ich mich Ihnen vielleicht anvertrauen dürfte? Mhm. Aber natürlich, ich höre mir gern an, was Sie auf dem Herzen haben. Und dann verkaufe ich die Informationen weiter. Sie müssen wissen, dass der Beruf meines Mannes ihn sehr fordert. Verstehen Sie mich nicht falsch. Er tut immer... damit nur Gutes. Ich unterstütze ihn auch. Aber hin und wieder wäre es nett, wenn er ein bisschen an mich denken würde. Ja. Heute ist zum Beispiel mein Geburtstag. Und weil es ein Feiertag ist, dachte ich, dass wir zur Abwechslung mal ein wenig Zeit miteinander verbringen könnten. Und ihn ein wenig feiern könnten. Oh. Ja, natürlich. Ich finde Geburtstage sehr wichtig. Weil ich heute auch Geburtstag habe. Ja, darauf läuft es hinaus, oder? Ich denke... Und, ja, jedenfalls, nö, er muss arbeiten. Natürlich war ich außer mir, als ich herausfand, dass er ihn vergessen hatte. Dann wurde er ganz theatralisch und meinte, ich besorge dir ein Geschenk. Und das ist das Letzte, was ich tue. Diese Schlümpfe! Naja, ein Geschenk wäre schon schön. Aber ehrlich gesagt, will ich einfach nur Zeit mit ihm verbringen. Felicity? Meine Güte, ich kann wirklich nur jammern und schimpfen. Ich dachte mir, ich gehe vielleicht zum Friseur und hole mir auf dem Rückweg ein Eis, um bessere Laune zu bekommen. Aber natürlich haben alle Läden geschlossen. Jetzt kann ich das wohl vergessen und darf mit eingezogenem Schwanz wieder nach Hause gehen.
Oh, niemand sollte mit eingezogenem Schwanz nach Hause gehen. Ja. Gut, ich will Ihnen nicht noch mehr Zeit stehlen. Danke, dass Sie mir zugehört haben. Nein, Hastings ist kein Schlumpf. Hastings ist ein Gargamel. Ja. Ein böser Zauberer, der Schlümpfe kochen will. Warum auch immer. Ich besorg dir diese Schlümpfe und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ja, die arme Frau ist wirklich aufgelöst, nicht wahr? Inspektor Hastings meinte, sie wäre wütend, aber wütend sah sie mir gar nicht aus. Nicht so sehr Pitbull, als vielmehr melancholisch. Oh. Wir müssen unbedingt ein gutes Geschenk finden und nicht als ein Wortspiel. Ja. Wenn schon nicht für Inspektor Hastings, dann zumindest für Felicity. Hört, hört. Guck mal, da schieße ich mich ab. Mhm. Ja. Sah man gerade im Stream. Ja. Was da wohl passen würde? Ja. Wir haben sie gar nicht gefragt, was sie mag, oder? Hm. Vielleicht ein Kleidungsstück oder Schmuck? Zumindest wäre das Erste, was mir einfällt, aber die Läden haben ja geschlossen. Da hätten wir doch die Straße runter, eine tolle Boutique. Gehen wir doch mal hin. Ja. Yay. Aber immerhin, beim letzten Fall war das... Oh, schwer. Hat es ja ultra lang gedauert, bis du mal einen Hinweis hattest. Mhm. Ja, hier geht's ja. Vielleicht geht's auch schneller diesmal, aber... Hoffe ich. Ich glaube nicht. Wäre ja zu schön, um wahr zu sein. So, dann gucken wir mal. Aber erstmal Hinweismünzen finden. Erstmal hier gucken. Ja. Schnurrbart ist da. Ja, was? Welche Lampe? Die rechts. Rechte Lampe hat eine Münze. Irgendeine andere Lampe, die auch eine... Boutique-Schild hat eine. Boutique-Schild? Nein, nicht Boutique-Schild, sondern... Welches Schild? Detektivschild. Okay. Nein, da nicht. Friseur, irgendwas war da. Und ein Fenster. Dann müsste ja noch fehlen. Ja. Aber das ist. Das ist, wenn man jetzt kein 3DS hat, sondern ein Fenster vom Emulator, ist das tatsächlich... Also ich glaube, hier hast du jetzt ein bisschen Vorteil. Ich? Beim Münzen suchen. Oh, ich habe sie gefunden! Oh. Auf diesem Big Ben. Ja, habe sie auch gerade gefunden. Echt? Ja. Ja, gut. Dann, Schnurrbart. Hat kein Rätsel. Schade. Ziemlich ruhig heute, was? Wenn man die Augen schließt, sieht man fast, wie sich die ewigen Wahrheiten der Welt vor einem entfalten. Wirklich? Moment, muss ich mal ausprobieren. Nein, nein, ich sehe überhaupt nichts. Eigentlich ist es nur dunkel. Das liegt daran, dass du die ewigen Wahrheiten einfach nicht im Kopf hast. Du hast gar nichts im Kopf, das siehst du jetzt auch. Ja. Ja, so sehen eben Augenlider von innen aus. Beschäftigt zu sein ist ein Segen, aber wir alle brauchen hin und wieder Ruhe, um in uns zu gehen oder in andere. Also weiter, oder? Ja. Er hatte ja nichts. Wozu haben die den dann da hingestellt? Das war irgendwie auch. Um wen da hinzustellen oder hinzustellen? Was für ein Glücksfall, dass der Laden hier am Godwin's Day geöffnet hat. Das gute alte Adler's Nest. Adler's Nest? Also, die ältere Dame, die wir hin und wieder hier sehen, meinte doch, dass der Laden ungewöhnliche Öffnungszeiten hat, oder? Immer wenn keine Pfütze vor der Tür ist. Bist du dir wirklich sicher, dass der Laden wirklich geöffnet hat? Vielleicht macht die Besitzerin ja nur gerade Inventur und wir brechen hier gerade ein. Jedenfalls ist er alles andere als überlaufen. Übergelaufen. Zu einem anderen Besitzer. Ah, schaut, da ist ja Miss Adler, die Eigentümerin. Fragen wir sie doch mal. Ja, ich hab ne Kuriosität gefunden. Da. Ich hab die Kuriosität auch. Flotter Fächer.
Und bei den Schuhen rechts ist eine Hinweismünze. Kling! Und ein Rätsel in der Jacke. Kling! Oh, schaut mal diese Jacke. Tu nicht so, als würdest du sie dir für verlässert hier ansehen. Ich weiß, dass du sie für dich willst. Diese räudige Taktik zieht nicht. Ich glaube nicht, dass Miss Layton, das meinte, Cheryl. Da hängt ein Rätsel dran, siehst du? So umstellen. Ja, ja. Ja. So. Auf der Rennbahn! Null! Vier Jockeys unterhalten sich über die Symbole, die sie auf ihren Oberteilen haben. Kannst du herausfinden, welches jeder einzelne von ihnen hat? Es gibt drei Möglichkeiten, Stern, Dreieck und Raute. Berühre das Gesicht eines Jockeys, um zu sehen, was er zu sagen hat, und berühre ihre Oberteile, um durch die verschiedenen Symbole zu wechseln. Okay, also berühre das... Sowas. Ja, um zu sehen, schaue dir genau an, was sie sagen, und überlege dir, welche ihre Oberteile, wie die gemustert sind. Okay, dann los. Die Raute. Steht da, wie viele man von jedem hat, oder ist das... Ich glaube, das ist egal. Ja. Oh. Ich mag solche Rätsel. Ja, aber ich meine, das ist doch jetzt, also der... Go, Wendy, macht die 61, ja! Ja, aber die trägt ein anderes... Ach so, hier, oh! Trägt das gleiche, ich hatte auf den noch gar nicht irgendwie... Mhm. Okay, es ist kein Dreieck, der trägt das gleiche Symbol, das heißt, die hat keine Raute und kein Dreieck, also hat sie einen Stern. Und der hat auch einen Stern, hoch. Und er hat nicht die Raute, das heißt, er hat das Ding, ja. Ah, ich hab den letzten irgendwie da nicht. Ich esse solche Rätsel zum Frühstück. Ich will einen Mond als Detektiv. Ja, das sind wirklich Rätsel, die ich mag. Hm? So Aussagen und dann Sachen. Ja, das ist ja dann, das ist auch gar nicht so schwer. Ich habe nur auf D irgendwie nicht geachtet, mehr als ich ihr die Raute gegeben habe. Ja, aber da gab's irgendwie einen Warum habe ich ihr noch mal schöne Warum habe ich ihr eigentlich noch mal die Raute gegeben, weil der hat keine Raute, Raute. Ja, aber weil sie die einzige war, die gesagt hat, dass sie keine Raute hat. Hier hat keine Raute. Ja, aber sie hat es war die einzige, bei der keiner gesagt hat, sie hat keine Raute. B hat keine Raute. B hat gesagt, hat nicht gesagt, dass C keine Raute hat, und C hat gesagt, dass D keine Raute hat. Und D hat einfach nur gesagt, dass D das selber hat wie A. Also musste ja einer das Rautezeichen haben. Ach, und sie hier hatte auch was, sie hatte was anderes als sie hier. Genau, deswegen. Deswegen hatte sie das Raute.